Ich habe fertig. Diese Version klang doch schon etwas anders als das Original. In den kommenden Minuten komme ich zu meiner verlängerten Version des dritten Kinotrailers von Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Diese stelle ich heute ebenfalls zunächst ohne Instrumentalisierung vor. Wer bist du? Meine liebe Miss Everdeen. AC/DC. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Ich bin niemand. Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich gesagt. Dann. Die Fans sind die Seele des Spiels. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Und es macht mich stolz und dankbar. Schlampe. Weil ich weiß, was denken über diese Spieler. Ich wurde nur für eine Sache rausgezogen. Da hört sich wunderbar an. Und das ist populistisch. Fehler sind Fehler und verlässlich sind besonders. Ganz einfache Lösung. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Feuerzeuge und Papierschlangen geworfen. Er war Kampfsportler gewesen und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Die Fans wollen gehört werden. Ich habe immer die Schulde. Nichts wird uns im Weg stehen. Internet, sehe, was passiert im Platz. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Unsere Zukunft beginnt morgen bei Tagesanbruch. Wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Rommelkaserne. Ich werde beenden. Der berühmte schwarze Mann. Schwarzes Schwein, korruptes Arschloch. Direkt ins Gesicht gespuckt. Ein Moderator soll auch beschwichtigen, das geht auch aus der Wortschöpfung sozusagen hervor. Und was du begonnen hast. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Truth ist 2 Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt, Truth, ich habe immer die Schulde. Ich habe immer, yes, immer gemacht. Immer gemacht. Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich gesagt habe. Dann. Es geht ein Platscha-Pla-Pla-Pla-Pla in Rücken. Dann gehen alle auf den Chat. Es geht ein Platscha-Pla-Pla-Pla-Pla in Rücken. Dann gehen alle auf den Chat. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher macht er sich einen Sport daraus, uns zu töten. Da hört sich wunderbar an. Und da war dann erstmal Licht aus. Das ist ein populistische Scheiße. Es ist wahr. Lieber gehe ich in die Regionalliga. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Das Ach, alles, er, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, einfach alles. Da hört sich wunderbar an. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und eigentlich müsste sich das aber doch regeln lassen, also... Richtet eure Waffen! Die dunkle Seite. Nutzen wir ihn. Ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Ey, Schwarzer, darfst auch mitspielen? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Die Jedi. Ein Trainerin ist ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Hurensohn. Sprach- und Sehstörungen. All das gibt es. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Wenn du all dem ein Ende setzt. Ich bin immer verletzt. Unser Held im Himbeerfeld. Diese alte, schöne Welt. Die Nacht. Heute Nacht. Die kommt aus dem Nichts. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Es gibt ein Platscha, bla 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 in Rücken. Wenn man keinerlei Verantwortung hat. Hier nur der Wörter, bla 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 bla. Sie ruft nach dir. Du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Schlampe. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also ist. Lass es einfach zu. Was lachst du? Ganz einfache Lösung. Geht schnell, ne? Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten.
Ich habe fertig. Nun lasse ich einen weiteren freien Song von mir hören, welcher komplett aus Zitaten dieser Sendung besteht. Im Vordergrund bezog ich mich insbesondere auf den bekannten Fußballtrainer Giovanni Trapattoni. Für den Hintergrund nutzte ich eine von mir selbst bearbeitete Version, wofür ich zwei verschiedene Songs etwas unbekannter Künstler nutzte. Ich nutzte sowohl das Original von Alex Barbosa mit dem Titel Come Home, wie auch den Song I Am Your Black Swan des Künstlers Love Shadow. Ich wünsche viel Spaß beim Hören meines neu kreierten Kunstwerks mit dem Titel Wie eine Flasche leer. Wie eine Flasche leer. 15.000 Menschen bei Pegida. Wie eine Flasche leer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie eine Flasche leer. Und direkt wie eine Flasche leer. Soll ich was denken über diese Spiele? Hurensohn. Wie eine Flasche leer. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Wie eine Flasche leer. Kollege, wie eine Flasche leer. Kollege, Kollege, wunderbar, wie eine Flasche leer. Musst du respektieren, der andere Kollege, wie eine Flasche leer. Der Funktionär und der Fan, der Ultra, wie eine Flasche leer. Kollege, 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 wie eine Flasche leer. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Elber, Janka und der Zickler. Ihr müsst nicht vergessen, Zickler. Wie eine Flasche leer. Es gibt keine deutsche Mannschaft, Spiel offensiv und Dynamik offensiv wie Bayern. Wie eine Flasche leer. Ich bin müde jetzt, erwarte dieses Spiel und verteidige diese Spieler. Wie eine Flasche leer. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, der Riege. Wie eine Flasche leer. Du pfeifst denn nie wieder, du Vollidiot. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Wie eine Flasche leer. Liebe die Regionalliga. Wie eine Flasche leer. 15.000 Menschen bei Pegida. Wie eine Flasche leer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie eine Flasche leer. Und direkt wie eine Flasche leer. Soll ich was denken über diese Spiele? Hurensohn. Wie eine Flasche leer. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Wie eine Flasche leer. Kollege. Wie eine Flasche leer. Kollege. Kollege. Wunderbar. Wie eine Flasche leer. Musst du respektieren, der andere Kollege. Wie eine Flasche leer. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Wie eine Flasche leer. Kollege, Kollege, Kollege. Wie eine Flasche leer. Wie eine Flasche leer. Liebe Regionalliga. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Wie eine Flasche leer. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also es muss er nicht verstehen. Ich verstehe. Seh. Ich verstehe. Seh. Wie eine Flasche leer.
Sei ein Trainer, nicht ein Idiot. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also ich habe fertig. Wie eine Flasche leer. 15.000 Menschen bei der Liga. Wie eine Flasche leer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie eine Flasche leer. Wie eine Flasche leer. Seid was denken über diese Spiele. Hurensohn. Wie eine Flasche leer. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Wie eine Flasche leer. Muss ihr respektieren, die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Wie eine Flasche leer. Kollege, wie eine Flasche leer. Kollege, Kollege, wunderbar, wie eine Flasche leer. Musst du respektieren, der andere Kollege, wie eine Flasche leer. Der Funktionär und der Fan, der Ultra, wie eine Flasche leer. Kollege, 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 wie eine Flasche leer. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/522200. Fax 03641522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.